Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Non-Farm Payrolls Live Trading. Und wenn Sie diese Webinarreihe schon mal besucht haben, dann wissen Sie, dass wir oder dass ich das sehr gerne mit Dirk Hilger und dem Stereo Trader mache. Und wir freuen mich natürlich, dass Dirk heute wieder dabei ist und für uns die Zeit gefunden hat. Und selbstverständlich freue ich mich sehr, dass Sie heute wieder live dabei sind. Ja, so schnell ist auch ein Monat wieder rum. Und ich bin mal sehr gespannt, wie der Markt nachher reagiert. Aber bevor ich an den Dirk übergebe, muss ich mal ganz kurz den Risikohinweis besprechen, wie immer. Denn dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig davon, ob der Dirk heute vielleicht den einen oder anderen Trade macht, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, das ist ganz wichtig. Okay, dann, lieber Dirk, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Das wird wahrscheinlich im Monitor 2 sein und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Gut, so, sage ich an der Stelle mal Hallo und herzlich willkommen hier heute zum NFP-Webinar, nenne ich es jetzt erstmal vorsichtshalber, ob es ein Live-Trading wird. Das lassen wir mal dahingestellt, weil ich habe es ja auch schon im Blog auch angekündigt. So, ich muss verrückt sein, wenn ich das hier heute live handle, weil der Markt halt so aus meiner Sicht eine mittlere Katastrophe irgendwie derzeit ist. Aber man weiß ja nie, vielleicht sieht man ja auch irgendwas, wo man dann halt sagt, ja gut, das ist ja dann doch irgendwie recht passabel, was da halt passiert. Ich muss mich immer so gerade hinsetzen, weil ich habe immer so die Angewohnheit, im Stuhl zu liegen. Und solange die Hauptkamera hier an ist, sieht man das natürlich, wenn ich dann in meiner normalen Liegeposition hier bin. Das sieht dann immer aus, als würde ich liegen, was dann halt ja auch richtig ist. So, nee, weil ich, wie gesagt, ich finde den Markt so ein bisschen schwierig. Also ich glaube, da bin ich aber nicht der Einzige. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der sagt, ja, ist alles total klasse, unten long, oben short. Stimmt. Also wenn man das halt wirklich die letzten Tage so gemacht hat, und dann ist man auf jeden Fall gut dabei. Ich habe aber leider, wenn ich denn gehandelt habe, was jetzt nicht so oft der Fall war, zugegebenermaßen die letzten Tage, dann eher drauf gebaut, dass das Ding mal wegrennt in irgendeine Richtung. Und entweder ist alles auf Break-Even oder im Minus rausgeflogen, aber halt mehr eben dann halt auch nicht. Und deswegen finde ich das so ein bisschen anstrengend. Also hier einen Trade zu finden, den man laufen lassen kann, schwierig. Aber Reaktion werden wir schon kriegen, wahrscheinlich auch ein bisschen Bewegung, würde ich doch zumindest mal so einschätzen, weil wir halt schon wieder in der Mitte von der Range halt hängen. Ich gehe mal hier direkt auf das Bild, mache mir hier mal den DAO. Und dann, da sieht man es auch, oh, da unten sitze ich ein bisschen weit links, weil die Kamera irgendwie verschoben. Moment, gucken, ob ich das besser hinkriege. Ah, ein bisschen geht das. Also, was man ja halt sieht, ist, dass wir halt hier entsprechend hier das Low rausgenommen haben, hier in dieser Zone, die davor halt grün gewesen ist. Und beziehungsweise das war ja halt dieser lange Dip im Weekly, sieht man den gut. Das war eigentlich letzten Endes nur im Weekly sichtbar, was da unten halt los war. Das heißt, da haben wir, ich muss jetzt umschalten, das bringt ja alles nichts. Auch wenn es jetzt mal dauert, aber hier in der Theorie erklären, ist ja vielleicht auch irgendwie nicht unbedingt so die wahnsinnig gute Idee. Es dauert halt immer nur wahnsinnig lange, bis ich halt hier nochmal irgendwas zurecht skaliert habe. So, also hier sieht man es im Weekly relativ gut, was er da gemacht hat. Das heißt, wir haben halt eigentlich nur, wir haben halt eigentlich nur diese Bewegung, die wir halt hier gehabt haben. Ich weiß, es ist klein, aber bis ich hier gezoomt habe, ist der Tag vorbei. Also hier diese Bewegung, die wir da gehabt haben, letzten Endes oben ging es nicht arg weiter, dippt nochmal in diese lange Bewegung rein und holt sich hier quasi in der Lunte den SMA 20 ab, und das war's. Und das war im Weekly ganz gut sichtbar, und das war ja auch die Woche, wo ich gesagt habe, wenn der so schnell runtergeht, dann hat er da Lust, einen Dip draus zu machen. Und so ist es dann halt auch letzten Endes ja, gekommen. So, im Daily sieht man es nicht so gut. Da sieht man halt nur, Skalierung mal weg.
Da sieht man halt nur, ist irgendwie unter die Lows drunter gegangen, aber auch hier diesen Support nochmal abgeholt. Ist natürlich ein bisschen schweinisch, hier die Lows rauszunehmen und dann halt wieder hochzuziehen. Aber wie gesagt, so schnell wie das ging, war es dann halt nachher dann auch wirklich absehbar. So, und dann kam aber halt hier oben nochmal das ATH hier in gestrichelt, also das, was er halt davor schon gemacht hat. Und ging es einfach nicht weiter. So, sieht man, da stehen wir jetzt seit 2 Wochen, stehen wir da drin rum und es passiert nichts. Und das heißt, wir haben halt hier gerade mal irgendwie 60, 80 Punkte, wenn überhaupt, über dem ATH sind wir halt drüber gekommen. Dann direkt wieder verkauft, dann wieder halt hier in dieser Mitte, ja, oberhalb von dieser blauen Zone, die halt, wie man es hier sieht, vorher Widerstand war und danach halt, also hier mehrfach dann gekauft wurde und dann halt sich hier jetzt die ganze Zeit als Support versucht. Da stehen wir die ganze Zeit dazwischen. Also zwischen dem ATH vom Mai. Mai, muss man sich auch mal überlegen. Und hat hier diesen Support bei der 34.800. So, mehr ist da halt nicht. Und ist halt wahnsinnig schwierig, finde ich, halt hier jetzt irgendwie einen Trade zu finden, der dann halt auch wirklich läuft. Ich meine, das ist ja keine normale DAU-Bewegung mehr, dass dann halt wirklich so ein Dip, ein potenzieller Dip gebastelt wird, schließt auch oben drüber und dann direkt wieder runter. So, das heißt einfach nur, und das finde ich halt auch so ein bisschen. Das Gefährliche an der ganzen Geschichte hier, weil halt einfach keiner kauft da oben. Also bis jetzt nicht. Ne? Das heißt nicht, dass jetzt nicht doch irgendwann mal halt ein paar Shorties auflösen, das Ganze den Markt dann eine Runde nach oben befördert, aber dann doch wieder runterkommt. Und das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Und dass das nämlich halt passiert. Und weil das ist halt einfach, man sieht ja recht deutlich, es gibt keine nachhaltigen Käufe mehr. Es gibt nur noch gestützte Käufe. Das heißt, alle sind ganz glücklich da oben mit diesem Level, was der DAU da momentan hat. Aber mehr hat eben auch nicht. Hat es etwa gerade schneller reagiert? Ja, tatsächlich. Okay, vielleicht beruhigt sich das Ganze ja. Und das heißt, mehr passiert da halt gerade nicht. So, und wenn man jetzt hingeht, gucken, das habe ich, glaube ich, in dem anderen Bild. Den H1 kann man nämlich eigentlich wirklich vergessen. Also jetzt vielleicht für eine kurzfristige Bewegung. Kann man da mal gucken. Das heißt, wenn wir jetzt als Beispiel auf diese Zone, in dieses Cluster, was wir da gestern gehabt haben, hier in dem Bereich bei der 34.980, deswegen ist die hier halt auch mal grün, wenn wir da hindippen sollten, das hatte ich eigentlich heute Morgen schon vor, musste aber dann meinen Short zumachen, im Verlust natürlich, ich dachte eigentlich, den könnte ich mitbringen, aber das war halt nichts. Heißt, das wäre eine Bewegung, die wäre jetzt okay. Ja? Das heißt also zum Beispiel jetzt, wenn wir zu den NFPs einmal da runter, ne, mir aus auch da rein und wenn es dann direkt nochmal zurückgeht, und dann kann der halt oben auch mal die Shorts wegknallen. Das wäre okay. Wir haben zwar halt hier jetzt, hätten dann zwar auch so einen kleinen Support hier an der Stelle dann unterboten, das macht aber nichts, weil entscheidender ist auf jeden Fall diese Zone, wo wenn man sich das im Volumen. Profil mal anguckt, dann wird man da auch sehen, da war halt auch das ganze Volumen gestern. Ne? Und weil hier war die Kassaeröffnung, die ist direkt da dran, die 980 war gestern in Rot, hat von dort auch sauber reagiert und dann aber halt nachher letzten Endes doch drüber gekauft. Das heißt, das wäre jetzt der erste vernünftige Punkt, den es halt hier geben könnte. So, und ich gebe das mal eben auch kurz frei. Ich mache das auch mal im Live-Chart frei für die Nicht-Abonnenten von dem Add-on und schalte mal ganz kurz um auf den anderen Screen, weil wir haben ja nur noch ein paar Sekunden. Einen Moment bitte. Ich muss hier nur gerade ein bisschen aufpassen, weil ich gerade vorhin so ein bisschen viel in der Gegend rumgeklickt habe, dass da jetzt nicht alles verrutscht. Aber hier wird es schon wieder träge, egal. So. Das heißt, hier unten der H1, mit dem, was ich gerade eingezeichnet habe, das kommt gleich da unten dazu. Ja, Buch wird dünn. So, aber das wäre jetzt wirklich mal, also ich weiß nicht, ob es gut ist, jetzt hier wirklich zu klicken, aber da halt Short, das wäre auf jeden Fall mein Kandidat ge jetzt gewesen. Aber wie gesagt, ich habe hier echt, die Reaktion ist unterirdisch, warum auch immer. Von dort an halt versuchen runterzukommen. Aber wie man sieht, gut, dass ich nicht geklickt habe. Hallo. So.
Ich mache mal kurz den. Ich glaube trotzdem nicht, dass das wahnsinnig weit kommt hier. Also ist aber jetzt natürlich, wie gesagt, nur eine Vermutung erstmal. Ich denke schon, dass wir das da unten noch abholen. Und wenn nicht, dann ist es halt wieder eine verzögerte Geschichte, wie wir es ja auch schon oft gehabt haben. Was dann halt nachher, wenn die Kasse aufmacht, dass das dann entsprechend nachgeholt wird. So, also läuft jetzt erstmal ein bisschen hoch für meinen Geschmack. Setzt auf den Tageshoch von gestern hier auf. Zieht da hoch und also hier komme ich nicht mehr rein. Wie gesagt, mit meiner Response-Zeit hier sowieso nicht. Das ist echt, ja, jetzt ist schon wieder schlecht. Vorhin war es mal kurz besser. Also, tut mir leid, aber das ist leider, kann ich nichts dran machen. Momentan muss ich leider gerade damit leben, wie es ist. Ja, so, also hier sieht man. Man sieht eigentlich fast nichts mehr, das ist das Problem, weil der Markt hat einfach, weil das viel zu lange hier seitwärts gegangen ist. Es sieht nur noch chaotisch aus. So, aber hier halt diese Hochs, ne, die halt immer wieder verkauft wurden. Mach mal hier, gucken, das müsste hier zumindest mal funktionieren, damit man wenigstens weiß, worüber ich rede. Also hier ATH runter, da ATH runter. Hier irgendwie kurz mal über diesen Bereich und wieder runter. Da nicht dran. So, und hier stehen wir jetzt genau wieder an der 1, 2, 3. Von daher, selbst wenn die jetzt geschnappt werden, viel mehr als Short-Auflösungen da oben raus, werden wir da nicht sehen, glaube ich, einfach nicht dran. Nicht so. Und von daher würde ich wirklich vermuten, also wenn man hier jetzt irgendwie long gegangen ist, ja, gibt es eigentlich gar keinen Grund, irgendwas zu unternehmen. Irgendwie Stop hinterherziehen, irgendwo da ans Mittelfeld und dann halt mal abwarten, was passiert. Ja, also wenn man das so gemacht hat, gar kein Thema. Was habe ich denn da für einen lustigen roten Pfeil? Der gehört da eigentlich gar nicht hin. So, ne? Das heißt, der kann das jetzt hier schon machen und die Kasse wird es aber höchstwahrscheinlich dann eher dazu nutzen, halt nochmal tiefer anzusetzen und erstmal mit dieser Unsicherheit, die wir die ganze Zeit da halt haben, dann halt wahrscheinlich dann eben auch nochmal dippen. So, kurz den komischen grünen Pfeil, den komischen roten Pfeil da wegmachen. So, weg ist er. Also, das ist auch wieder weg. So, wie sind denn die Zahlen jetzt ausgefallen? Also, ich bin ja nie so ein Fan davon, so wirklich arg viel drauf zu gucken, aber Besser als erwartet. vermutlich ist es ja gut. Bitte? Die Zahlen sind besser gekommen als erwartet. Ja, so sieht es auch aus vom Bild her. Ja, also dass wir da Bewegung kriegen, das war zu erwarten. Ich hätte aber jetzt echt gedacht, also da hätte man wirklich schnell sein müssen für den Short eben schnell absichern. Aber okay, passt erstmal. Werde ich aber jetzt wohl eher nicht reinkommen. Außer man sieht jetzt halt hier im kleinen Timeframe, ne, hier war jetzt ein Pivot. Mehr ist da jetzt erstmal auch gerade nicht. So, würde man da jetzt sehen, dass halt jetzt hier oben eine dicke Order irgendwie kommt und die sich über dem Kurs hält und dann halt wirklich weiter nach unten drückt, dann könnte man das versuchen. Das Level an sich ist aber halt hier, diese 1, 2, 3. Oh. Sieht man auch hier, wird erstmal sauber gekauft. Hier im 2-Minuten-Chart sollte man jetzt hier erstmal die Finger davon lassen. Also wie gesagt, wir fallen drunter und stoßen uns dann nochmal da oben ab und sehen dann halt entsprechend im Orderbuch auch eine passende Order dazu. Und dann kann man das machen. Ich meine, hier für so ein paar Punkte am Pivot, klar, auch kein Thema, kann man auch machen. Aber das kann trotzdem halt oben drüber wegklatschen. Man weiß es nicht, ne? Also man hat ja irgendwie, ich habe ja schon oft gehört, so bei News ist irgendwie die erste Bewegung die falsche. Das muss nicht sein. Also die Statistik würde ich schon gerne mal sehen, dass die wirklich so ist. So, aber kann natürlich trotzdem passieren. So, das heißt, wenn jetzt hier nichts mehr nachkommt und wir wieder an diesem Level hier scheitern, dann biegen wir das Ding nach unten. Ansonsten, wenn jetzt halt hier nach oben weggedrückt wird, dann werden wahrscheinlich die Shorties auflösen. So, also ich bin schon nach wie vor in Short eingestellt, erstmal, weil ich halt sehen will, dass hier oben wirklich gekauft wird. Ich meine, es sind jetzt gerade mal 5 Minuten um. Und weil wenn nämlich da nichts kommt und dann ist es nichts anderes als hier kurze Übertreibung von dem eigentlichen Widerstand und dann rutscht das Ding auch noch unten weg. So, das würde ich aber trotzdem mal kurz abwarten.
Und vielleicht gibt es ja die Gelegenheit, noch reinzukommen. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, hätte ich hier einfach ein Pivot-Short gehen können. Ja, kann man natürlich machen, aber halt Pivot allein macht in der Regel auch keinen Rennen. Also da muss halt schon ein bisschen mehr dann halt auch dazukommen. So, jetzt sieht man schon ein bisschen stärker. Ne? Also wir haben zwar hier einen Kandidaten, der so ein bisschen größer aufgestellt ist. Das heißt, wenn man sich da drunter setzt, könnte man das halt mal versuchen. Ne? Aber nichtsdestotrotz haben wir hier gerade mal noch keine, also gerade mal 5 Minuten um. Und man sollte es auf jeden Fall halt auch skalieren. Ne? Also jetzt müsste dann hier eine Reaktion kommen. Und dann ist das Ding relativ safe. Das heißt, die kann man auf jeden Fall eng sichern. Also, weil da hoch muss er jetzt dann nicht mehr unbedingt. Ne? Und das heißt, hier sollte dann jetzt wirklich auch ein Kandidat hinterherkommen und sollte dann runterdrücken. Ansonsten kann man das vergessen. Das sind 10 Punkte mit irgendwie einer Viertelposition. Ich glaube, das kann man auch verschmerzen, wenn der jetzt nicht aufgeht. Ne? Also, hier zumindest, also über die Eröffnung da sollte er hin. Gut, das sind jetzt 13 Punkte. Ne? Aber das kann man machen. Und wenn da jetzt nichts kommt, raus damit. Ne? Man muss jetzt nicht unbedingt warten, bis die ganze Geschichte dann halt daneben gegangen ist, kann man natürlich auch irgendwie vorher lassen. Aber man sieht zumindest mal, dass halt hier an dieser Stelle, an dieser 1, 2, 3 halt so ein bisschen was passiert. Ne? Also das Level ist auf jeden Fall richtig. Das kann man halt auch entsprechend, wie man ja hier sieht, risikoarm handeln. Nur nochmal da hoch, dann würde ich es jetzt erstmal lassen. Das heißt, wenn der jetzt halt hier runter geht, ein neues Tief macht, würde ich den auch sofort absichern. Und weil ich ja hier jetzt erstmal gegen den Puls unterwegs bin. Ne? Das ist natürlich nicht so ohne. Weil da muss jetzt schon ein bisschen was nachkommen. Nach unten bitte, damit ich jetzt daran halt auch festhalte. Und jetzt hier irgendwie 5, 6 Punkte hinten. Man kann natürlich auch einfach sagen, komm, das wird nichts. Sucht sich nochmal einen zweiten Anlauf oder man skaliert es halt bis da hoch. Würde ich aber jetzt erstmal auch nicht machen. Ne? Also das heißt, hier sieht man die Eröffnung, die war eigentlich noch okay, die wollte ich eigentlich noch mitnehmen, die war vielleicht ein bisschen knapp gesetzt, aber ich kann ja auch trotzdem, wenn ich unbedingt der Meinung bin, das funktioniert so, nochmal da reingehen, würde aber jetzt erstmal abwarten, was der M5 macht, ob da jetzt halt noch nach oben was kommt oder halt eben nicht. Und dann kann man den natürlich auch wieder aufmachen. Aber das ist so ein bisschen arg unentschieden. Und vorhin der Kandidat, der hier gewesen ist mit der größeren Order, sich scheinbar verkrümelt. Und da wäre es dann halt jetzt im Nachhinein betrachtet dann wirklich klüger gewesen, am Pivot da oben reinzugehen, dann erstmal den ersten Impuls mitzunehmen, weil das halt ja da drüber liegt. Aber da war ich jetzt dann einfach zu langsam dafür. So, aber trotzdem, wie gesagt, ich warte jetzt mal ab. Mal zumindest noch 1 Minute. Bei was der halt jetzt hier nochmal Pivot, bin da gerade nicht so ein Fan davon, hier nochmal drauf zu drücken. Wollte ich sagen, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Genau, also wenn man jetzt aber hier sieht, dass der sich jetzt hier sauber stabilisiert und der M15 auch schön hoch da oben schließt, ich zeichne die hier auch mal ein, die 1, 2, 3. Wenn der sauber darüber schließt, dann kann man dann eigentlich hier hingehen und dann halt versuchen, wenn ein Rücklauf kommt, das Ding unterhalb Long einzufangen. Zum Beispiel dann halt eben an diesen, also entweder hier direkt am Peak bei der 102. Oder hier bei der 088. Und dann halt, von dort sollte man dann zumindest dann wieder raufkommen an die 1, 2, 3. Aber so wie ich das sehe, schließt er jetzt den 15 Minuten genau da dran. Das ist schon irgendwie abzusehen, damit man bloß nicht irgendwas Vernünftiges handeln kann. Beziehungsweise es nicht vernünftig zu greifen kriegt. So, aber hier, man sieht zwar halt auch hier wieder, es kommt schon wieder nichts, ne? Aber man darf halt nicht vergessen, das ist nur der Future. Ne? Und das heißt, die Kasse hat hier noch überhaupt nicht mitgespielt. Und
Das ist das, was ich immer sage und was sich ja auch fast immer bewahrheitet. Das heißt, die, die nachher reinkommen, die sind dann höchstwahrscheinlich überfordert. Das heißt überfordert, ne? Also ich meine, zumindest mal als Retailer kann man da mal kurz überfordert sein. Was die Großen machen, weiß ich natürlich nicht. Aber die werden halt zumindest sehen, oh, wir haben einen Aufwärtsgap, stehen halt deutlich über gestern. Ja, und nu. Und dann weiß man nicht, drücken die nochmal auf den Knopf, weil sie es die ganze Zeit schon machen. Oder sagt man dann, ja gut, komm, wir lösen mal die andere Seite auf. Aber dass da oben wirklich gekauft wird, das halte ich für fragwürdig. Was, ob ich jetzt long bin? Nö, sieht man ja, ne? Ich bin momentan erstmal flat. So, weil ich warte jetzt mal die 15 Minuten, warte ich mal ab, bis die durch sind. Und dann würde ich eher gucken, dass man da, wie gesagt, eher long reinkommt. Aber hier bei der 088, das ist hier unten der Pulk, kann das ja nur sein, genau. Ja, das sieht man halt auch, es ist ja hier auch die Value Area, die dann halt hier auch zu Ende ist. Das heißt, dahin ein Rücksetzer, das wäre schon, hätte ich nichts dagegen, dürfte dann auch verteidigt werden. Aber wie gesagt, ich würde schon versuchen, dass man hier beides halt zusammenkriegt. Also das heißt, den Schlusskurs zumindest mal vom M15 hier über der 1, 2, 3, weil da wird nämlich als nächstes versuchen, der Markt versuchen auch die Stunde da oben zu schließen. Und deswegen, das heißt, wenn das jetzt nach 14:45 Uhr darunter geht, und dann wäre das auf jeden Fall ein Kandidat. Weil das wäre für mich jetzt einfach nur der erste Trigger und das erste Indiz, um dann halt mal zu sehen, ob das die zeitlich gestützten Orders dann halt genau in dem Bereich wollen. Ne? Man sieht, man stehen halt immer wieder hier dran, ne? Immer wieder an der 1, 2, 3. Ja, so müssen wir uns hier noch irgendwie 2 Minuten die Zeit vertreiben. Ich meine, was man natürlich machen kann, ja, ist natürlich keine Empfehlung. Man kann natürlich hier skalieren und wenn man halt Zeit genug hat, das auch aushalten. Aber ich weiß halt nicht, ob ich die jetzt hier im Webinar habe, und ich fürchte nämlich fast nicht. Sondern er steht auch hier still. Ne? Also das ist ja, hier passiert ja gerade im Moment nichts. Es steht hier einfach nur. Es kommt keiner nach, der kauft. Es kommt keiner, der verkauft. Keiner hat hier Lust, irgendwas zu entscheiden. So, jetzt passiert ein bisschen was. Wieder darunter. Ja, das meinte ich halt gerade mit Skalieren. Also man hätte ja natürlich jetzt einfach hier vorhin, ich habe ja den Stop hier an der Stelle gehabt. Ja, und man hätte ihn natürlich einfach aufs Hoch setzen können und dann halt hier oben nochmal skalieren. Dann wäre man jetzt halt schon wieder im Plus raus. Aber da das halt irgendwie noch nicht mal irgendwie 5 Minuten um waren, war ich mir da nicht so ganz sicher, ob das so eine gute Idee ist. So, was habe ich gesagt? Um 45 schließen wir wahrscheinlich genau da drauf. Mal gespannt. Sieht nämlich leider so aus, als würde genau das eintreffen. Und dann kann man halt versuchen, wenn er dann nochmal hochgeht, also wenn er wirklich jetzt irgendwie knapp drunter steht und dann nochmal hochgeht, dann würde ich halt hier oben versuchen, tatsächlich nochmal dann irgendwie Short aufzumachen. Und dann versuchen, die nochmal dann auch da reinzukriegen. Ansonsten, wie gesagt, schließt er hier drüber, jetzt in 30 Sekunden. Und dann unten long. So, aber schließt er nicht hier drüber, mache ich den Long auch weg wahrscheinlich. Mal gucken, wie er dann halt da runterkommt, wenn er da runterkommt. Ich glaube, ich hätte irgendwie mich früher auf Binary Options spezialisieren sollen. Ich mal gucke, wie genau ich sehen kann, wo der Markt wahrscheinlich schließt. Jetzt guck mal hier. Wie viel sind das jetzt? 2 Punkte darunter hat er jetzt geschlossen. Ja. Ach ja. Was, der soll fallen, ja. Also, das würde ich jetzt hier an der Stelle mal versuchen. Den will ich dann auch skalieren. Weil wir jetzt halt eben, wie gesagt, das ist, muss natürlich nichts heißen, ja. Aber so ein bisschen Indiz ist es halt schon. Sag, okay, 15 Minuten ist der erste größere Timeframe, der hat schon mal nicht geschafft.
darüber zu schließen. Im H1 jetzt rein von meinem Handelsansatz her ist es ohnehin ja auch nur das nächste Level, das aber nichtsdestotrotz sauber hier auf der 063 halt aufgesetzt hat. Trotzdem würde ich versuchen, hier das Risiko so klein wie möglich zu halten und gucke lieber, dass ich dann jetzt halt noch so ein bisschen nach oben was mitbekomme und das war dann halt, weil tiefer als hier muss der jetzt auch gar nicht unbedingt, ne? Also zumindest nicht im ersten Anlauf, wenn er jetzt hier scheitern sollte. So, er versucht sich nochmal, das ist in Ordnung. Der M5 hier an der Stelle sieht so ein bisschen zu einfach short aus. Von daher wäre es mir eigentlich schon ganz recht, wenn der einmal nochmal da oben reinsticht. Und dann wäre natürlich wichtig, kein neues Hoch zu machen. Und dann kann das Ding auch gerne nochmal genauso reagieren. Was, der soll fallen, lese ich hier. Ja, der Markt, der soll so viel in den letzten Tagen, aber man sieht ja vor allen Dingen, dass er alles Mögliche macht, nur nicht das, was irgendwie Sinn machen würde. Von daher hatte ich ja auch irgendwie die Woche auch schon mal gesagt, so am besten nimmt man kurze Ausbrüche Richtung egal, guckt, dass man irgendwie ein paar Punkte kriegt und dann Deckel zu. Oder halt sich ein paar Stunden Deckel zu und dann halt warten, ob nochmal was kommt. Ne? Weil das hier ist wirklich, ich hätte ja auch gedacht, das hatte ich ja auch gestern ja auch im Blog geschrieben, ich hätte durchaus gedacht, dass wir gestern halt nochmal tief schließen und dann heute mit den NFPs dann halt so ein bisschen den Gnadenstoß dann halt kriegen. Ne? Einfach aus der Überlegung heraus, wie ich ja vorhin ja auch geschrieben habe, dass ja da oben nun mal einfach keiner kauft. Ne? Und wenn 1200 Punkte Anlauf nicht gereicht haben, dann müssen es vielleicht 2400 sein. Ne? Und das hätte schon irgendwie, also hätte für meine, nach meinem Dafürhalten halt durchaus Sinn gemacht. Und aber ist egal, ne? So. Das war dem Markt irgendwie total wurscht. So, er drückt sich nämlich, versucht nämlich jetzt hier dem M5, deswegen bin ich da oben drüber platziert. Das ist nämlich eigentlich so typisch, ne? Man dann sieht so irgendwie kleiner Timeframe, oh, guck mal hier, angedeutete, ach komm, jetzt reagiert das schon wieder nicht. Angedeutete Umkehr hier im M5. Nö, das hat er ja eher Spaß dran, das wieder rauszunehmen. So. Also, wenn jetzt hier noch, so, das kann man, glaube ich, mal. Meine Güte, ich traue mich ja fast nicht, auf den Knopf zu drücken. So, weil da unten war nämlich eine dicke Order. Wenn die nämlich halt durchverkauft wird, könnte man sich versuchen, mal da dran zu hängen. Aber ich habe echt so ein bisschen Schiss, dass hier meine Verbindung irgendwie gar nichts mitmacht. Auch das nicht. Mich nervt natürlich so ein bisschen, dass jetzt genau an dieser 1, 2, 3 die ganze Zeit festklebt. Als gäbe es keinen Morgen mehr. Das ist so ein bisschen anstrengend. Aber gut, es ist halt nun mal der Punkt, um den es geht. Von daher ist das in Ordnung. So, jetzt halt wie gesagt mal gucken. Kann natürlich sein, dass wir einmal auch trotzdem kurz da unten reinstechen. Oh ja. Sieht man halt dann schon irgendwie zwei, drei Käufer mehr. Vielleicht brauchen wir Fake an der Stelle. Dann sollten wir zumindest mal ein paar Punkte noch nach unten auch kriegen. Einen vernünftigen Rücklauf. Na, hier sieht man irgendwie 70 Kontrakte. Also, geh weg. Also in Summe dann halt. Ne? So heißt aber umgekehrt halt auch, wenn die halt hier loslassen und dann gibt es halt wahrscheinlich einen kleinen Schub. Aber halt schon sehr, 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 sehr genau hier. Schon sehr genau. Also kann man, glaube ich, mal machen, aber wäre halt schon wichtig, dass die hier unten. Ich kriege hier echt nichts geklickt. Ne? Ich mache es jetzt mal manuell.
Bitte nicht nachmachen, ich bin nämlich hier garantiert zu langsam. So, hier mal ein paar Punkte zumindest. Ja, kann man auch mitnehmen. Dann hat man schon mal irgendwie 8 Punkte safe. So, ich wollte runter auf die 50. Ich bin hier, wie gesagt, zu langsam. Ne? Also diese 8 Punkte safe waren die bessere Empfehlung. So, bis hierher wollte ich. Das heißt, der Entry war okay für irgendwie schnelle 10 Punkte und hat auch, wenn man schnell genug war, auch gereicht, um das von vorhin nochmal auszugleichen. Ne? Okay. Das hier, das Blaue, ist übrigens einfach nur der SMA 20. Was, diese Seufzer kenne ich. Nö, ich meine, ist ja alles gut. Ne? Also ich seufze hier eigentlich gerade mehr über meine Internetverbindung, die mich hier gewaltig ausbremst. Ne? Weil ich hatte ja vorhin hier oben die Order gesetzt. So, guck mal, ich klicke jetzt hier gerade schon wieder und es passiert nichts. Nichts, einfach gar nichts. Und ich hätte normalerweise, hätte ich jetzt einfach da runtergezogen. Und dann wäre ich ja halt hier irgendwo reingekommen. Ah, jetzt geht's wieder. Dann wäre ich ja halt hier irgendwo reingekommen und hätte dann auch hier einfach an diesem Peak rausgekonnt. Und dann wären es ja halt auch schon 20 Punkte gewesen. Ne? So, und so waren es halt dann eben nur 6, 7, 8. Da, deswegen seufzte ich eigentlich eher, ne? Weil ich halt hier einfach nicht schnell genug bin. Und weil das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Hier entweder direkt an dem Peak, dass wir da halt hier oben im M15, jetzt zeige ich nochmal kurz, dass wir halt direkt da halt eine Reaktion kriegen oder halt hier unten in dem Bereich. So, und wenn ich dann sehe, dass es sauber da durchgeht, da kann ich ja direkt hinterher trailen und oder geht, nimm dann halt eben, nehme den Stich dann halt mit. Ich muss ja dann nicht warten, bis hier die Wunschlinie dann halt kommt. Ne? Und deswegen hätte ich das normalerweise schon jetzt gerne so gemacht, dass ich da halt auch schnell nochmal raus bin und eben nicht dann halt hier mit, keine Ahnung, wie viel Verzögerung. Aktuell höre ich nichts. Liegt es an mir? Bin ich noch zu hören? Nicht, dass ich jetzt auch noch Probleme habe. Wegen der blöden Internetverbindung da halt die ganzen Punkte verschenken. Jetzt höre ich wieder was. So, und ist okay. So, jetzt kann man nicht das. Ich würde es lassen, auch nochmal im M15, um das noch ein bisschen deutlicher zu zeigen. Erstmal mal dicht, die Stunde 1 schon gereicht. Wenn der jetzt hochziehst eigentlich, dann wird. Hallo? Jetzt hören wir dich wieder. Bin ich noch da? Was war das gerade? Ganz komisch. Das kann ich ja nicht beantworten. Geräusche dazwischen gehabt gerade. Ja, du warst kurz weg. Spooky. Man hat dich nicht mehr gehört. Spooky, spooky. Okay. Hat man irgendjemand anders gehört? Nein. Also ich nicht. Habe ich das verpasst? Warum lachst du? Ich will auch lachen. Nein, okay. Das ist einfach also ich leider. Weiß nicht, bis wohin ihr gehört. Mach einfach weiter, alles gut. Also ich habe ja vorhin gemeint, wenn also wenn wir halt über der 1, 2, 3 schließen im M15, wäre das für mich so der erste Hinweis dafür, dass die Stunde es auch versuchen wird. Und deswegen sollten wir dann halt hier eine Reaktion kriegen. Er hat jetzt zwar nicht drüber geschlossen, aber 2, 3 Punkte drunter, also jetzt auch nicht wahnsinnig weit davon entfernt, das Ganze halt entsprechend bullish. Und von daher war das dann halt, war die Annahme dann halt, deswegen habe ich gesagt, ich würde hier nicht festhalten und auch nicht unbedingt nochmal shorten, ne, weil das jetzt halt einfach so die, der versucht jetzt natürlich halt hier den Impuls fortzusetzen, da drüber zu schließen und oben rauszuziehen in der Stunde, um dann wahrscheinlich in der Kasse möglichst hoch zu schließen. Zu starten. Ne? Und das wäre jetzt halt mal hier so meine Vermutung. Das heißt auch, dass die natürlich auch zur Kassaeröffnung das Ganze noch mal ein Stück weiter nach oben laufen kann. Ich habe auch hier Geräusche. Das gibt es doch überhaupt nicht. So,
Aber das ist dann halt erstmal eine Vermutung. Deswegen wollte ich hier unten auch long. Ne? Und habe gesagt, entweder hier am Peak oder da. Und gut, hat jetzt genau dazwischen gestrandet. Das ist aber okay. So, das heißt für mich jetzt aber hier erstmal nicht mehr short, weil das jetzt halt einfach das ist, was der Markt jetzt ja gerade versucht. Man sieht es auch gerade hier im M5 nochmal, ne? Und oben ein bisschen rumgestanden. Und hier oben ein bisschen rumgestanden, dann einmal nochmal Luft geholt, ne? Knapp an diesem Peak und dann direkt wieder weiter. So, das heißt, hier wäre eher, wenn man jetzt unbedingt irgendwie den Zwang hat zu handeln, also auf jeden Fall, wenn er hierher zurückkommt, würde ich den direkt da oben jetzt versuchen zu schnappen und dann halt gucken, ob ich den Impuls zum Ende der Stunde da oben raus, ob wir den halt dann kriegen, wenn es auch nur nochmal irgendwie für 10 Punkte sind. Aber es ist für mich absolut plausibler, als jetzt hier zu shorten. Also außer es knallt jetzt einer da halt irgendwie einen Riesenorder da durch den Markt durch. Und dann natürlich nicht, aber das ist halt auch nicht wirklich schön zu handeln hier. Ne? Das muss man ja halt auch einfach mal klar festhalten, weil die Bewegung, also nur die erste war gut. Ne? Also das heißt, beziehungsweise das heißt gut, die war ordentlich. So, aber seither kam ja irgendwie nichts mehr. Einmal 100 Punkte rauf und dann schalala seitwärts. Ne? Was? Timo, habe ich irgendwas verpasst? Der Komm mir Timo irgendwie hat vor Spaß heute als. hier mit unserer Kommunikation, Dirk. Ach so, ich kriege irgendwie nur die Hälfte mit, habe ich das Gefühl. Also, dass du jetzt noch andere Stimmen hörst, da müssen wir nochmal darüber sprechen. Ich war doch erst beim Arzt, hat doch gesagt, ist alles gut. Ach ja, ey. Also ich habe ja immer noch irgendwie den Eindruck, ich hätte irgendwas Entscheidendes verpasst. Weil ich, ohne Flachs, ich habe vorhin irgendwie merkwürdige Geräusche, es hat doch mal geklingelt. Also, keine Ahnung, was das war. Ja, auf jeden Fall. Das Webinar heute geht auf jeden Fall in die Geschichte. Also das kann aber dann, das bedeutet ja, ich mir fehlt ungefähr 90%, weil ja, ich überhaupt nicht durchsteige hier gerade. Na gut, Hauptsache ihr habt euren Spaß. Nein, aber jetzt mal ernsthaft, aber natürlich schade für alle die, die sich jetzt natürlich auch Zeit genommen haben für das Ja. Webinar heute. Das jetzt mit der Technik oder mit dem Internet nicht so gut geklappt hat. Bis jetzt aber gut, da manchmal Ja, kann man exakt. es leider nicht ändern. Ich kann es leider nicht ändern, nee. Also das ist jetzt halt ausgerechnet gut, ich meine, ne, wie oft kommt es vor? Ich weiß nicht, ob wir es überhaupt schon mal hatten, also passiert. Ist passiert. So, das heißt jetzt auch hier rein vom, vom Trading-Ansatz, also ich kann ja mal gucken, vielleicht kriegen wir hier noch irgendwas zustande. Von meinem persönlichen Ansatz hier nach Legende heißt das jetzt aber eben auch, Stundenschluss über 1, 2, 3 ist long. Ne, also das sowieso. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Long, den ich gerade gesetzt habe, nehme ich das eigentlich schon so ein bisschen vorweg, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass die 1, 2, 3 hier verteidigt wird. Und das passiert ja auch. Ne? Man hat ja auch deutlich gesehen, okay, es ist immer wieder der Punkt, wo der Markt halt, ja, wo halt einfach hin wollte, abgeprallt ist, nach oben, nach unten, alle möglichen Richtungen, sofort wieder dahin gekauft. Und da fehlt mir jetzt eigentlich sowieso nur noch die Bestätigung auch hier im kleinen Timeframe, das deckt sich jetzt natürlich dann auch ganz wunderbar mit dem H1, wenn der jetzt halt darüber schließt. 30 Sekunden hat er noch, er wird auch wahrscheinlich gleich wieder dahin stürzen. Und mit bisschen Pech, nenne ich es mal lieber gleich so, schließen wir genau drauf. Und das heißt dann natürlich dann auch wieder, geh Kaffee trinken, spazieren oder mach sonst irgendwas. So, aber sieht gut aus. Also 4 Sekunden haben wir noch. 3, 1, um. So, okay. So, dann hätte ich jetzt bitte gerne einen Backtest der 1, 2, 3. Mal gucken, ob ich den kriege. Erstmal nicht. Aber das heißt, der Trigger an der Stelle hat jetzt erstmal richtig reagiert, weil, wie gesagt, das hatte ich auch letztens auch schon mal erklärt in einem Livestream. Stundenschluss drüber heißt erstmal Long. Ne? So, Long Impuls war da. So, das heißt nicht, der muss jetzt dahin zurücklaufen. Heißt aber, wenn er dahin zurückläuft, dann ist es eigentlich dann halt eher einfach da reinzukommen.
Und ich habe den auch jetzt hier einen Punkt drüber. Und heißt aber nicht, dass er jetzt hinläuft, aber generell, auch wenn der jetzt abhaut, ist es völlig in Ordnung. Ne? Dann ist das völlig okay. Das ist einfach nur nochmal für mich dann halt Beleg dafür, okay, der Ansatz funktioniert unverändert. Ne? Jetzt hat er halt hier am Pivot einmal nur kurz gedreht. Aber ich würde halt hier nicht mehr short gehen. Ne? Das ist halt einfach keine gute Idee. Das sollte man wirklich lassen. Dann eher gucken, wohin will er. Und so, und das heißt, ich kann nochmal zurückgehen auf das andere Bild hier. Beziehungsweise sieht man da unten eigentlich auch im Daily, aber ich gehe trotzdem mal kurz zurück. Was ist das denn jetzt? Oh, mir ist hier auch eine Verbindung gerade komplett abgeschmiert. Eine Serververbindung. Ach Mann. Nee, ich schalte jetzt nichts mehr um. Ich bleibe jetzt hier drin, sonst gehe ich hier gerade irgendwie gar nichts mehr. Was die Technik angeht. Tja, also grundsätzlich ist das natürlich auch okay. Ne? Also hier, wenn man sich den Trigger dann halt nimmt, ne, und sagt dann, ah, okay, drüber geschlossen, Bomb long. So, paar Punkte als Erstimpuls sollte funktionieren. So, jetzt gucken wir mal hier, wo die ATH sind, beziehungsweise das ATH, das letzte. Und das hier oben bei 191. So, ist natürlich jetzt Anlauf oder Angriffsziel. Und kann man dann vielleicht halt auch so machen, dass wenn er jetzt halt direkt dahin laufen sollte, ohne dass er die 1, 2, 3 getestet hat, dann kann man da oben auch wieder versuchen zu shorten. Weil der Markt ist ja halt nicht long, er ist ja seitwärts. Und von daher ist es natürlich legitim, weil wie es so schön heißt, was gekauft wurde, wird gekauft, was verkauft wurde, wird verkauft. Und von daher ist da oben natürlich ja auch ein entsprechender Widerstand. Und deswegen ist Short völlig in Ordnung. So, ob es dann aufgeht oder nicht, das steht natürlich auf einem anderen Blatt, aber es ist auf jeden Fall legitimer Trade, das so zu machen. So, aber ich glaube irgendwie nicht so wirklich dran, dass wir es das jetzt hier noch sehen. Innerhalb der nächsten 10 Minuten, weil viel länger werde ich jetzt hier auch nicht machen, auch wegen der Technik. Also ich kann auch, wie gesagt, ich habe gerade versucht, auf den anderen Screen umzuschalten und wollte auch mal parallel mal gucken, was der DAX so treibt. Aber ich kriege es hier rein verbindungstechnisch, geht mir das hier in die Binsen. Leider. Bisschen schade, aber ist ja okay. So, solange ich bin ja eigentlich immer nur schon froh, wenn ich halt irgendwie, also ich meine, hier Trades, Punkte einfangen. Ist natürlich die eine Geschichte, ist natürlich immer super. Hätte auch funktioniert, wenn halt hier meine Verbindungen vorhin funktionierte. Zumindest wäre ich da halt wieder break-even oder knapp drüber. Aber mir ist halt auf der anderen Seite halt eben auch wichtig, dass das, was ich halt erzähle, natürlich dann auch so zutrifft. Und dass man zumindest nachvollziehen kann, dass das, was ich halt beschreibe, dann halt auch irgendwo Sinn macht. Und wenn der Markt sich ja dann auch so verhält. Und wenn dann der eine oder andere was mitnehmen konnte, aufgrund dessen, oder sich irgendwie umentschieden hat, aufgrund dessen, ist ja auch gut. Ja, aber hier bei dem irgendwie 3 Punkte rauf und runter, ne, das ist, soll ich da sagen, bisschen schwierig. Aber das kennen wir ja irgendwie schon die ganze Zeit nicht anders. Also auch von der Woche. Ich versuche mal hier nochmal umzuschalten. Dann nehme ich den hier, mache ich den hier mal groß. Ja. Das sieht man jetzt ja halt schon. Ah, genau, das wollte ich noch zeigen. Das sieht man ja halt schon. Ne? Der könnte jetzt hier von der Wochenbewegung eigentlich völlig easy die Vorwoche hier wegballern und dann halt nach oben durchziehen. Das wäre eigentlich nicht so das wahnsinnig große Problem. Ne, ist jetzt nicht fertig, die Geschichte hier, aber könnte schon so kommen. Also man sieht ja halt hier nochmal deutlich, ne, hier ein bisschen geschwächelt, mal kurz runter und direkt wieder bam, zurückgekauft. Und dann halt hier auch, zack, wieder hoch. Und trotz, auch wenn hier oben keiner kauft, aber so wird es am Ende wahrscheinlich dann doch so sein, dass die Bären dann halt irgendwo die Grätsche machen und erstmal sagen, ja gut, dann schauen wir nächste Woche wieder und das sind dann halt diese typischen Freitagsbewegungen, wie man sie auch oft hat, wo der Markt dann halt einfach nach oben wegläuft
ohne Hirn, gefühlt ohne Hirn, aber das ist das, was dann dahinter steckt, ne? Was halt eben die Short-Positionen teilweise einfach aufgrund von Regularien dann halt bei den Companies dann selber dann halt eben glattgestellt werden müssen und denen dann gar nichts anderes übrig bleibt. So, genau, das wollte ich noch zeigen. Also wenn man das jetzt auch hier mal weiterspinnt, einfach mal im Daily und hier einfach mal die letzte Bewegung nimmt, da einfach auch mal Fibos ansetzt und dann kommt man auch damit, weil hier eigentlich nicht ganz richtig sind hier. Also die sind in dem anderen Bild gezeichnet, deswegen passt eigentlich nicht ganz. Also Fibos müsste man eigentlich ziehen hier von der 35089 bis darunter an die Spitze. Und dann wird man ja auch ungefähr da oben irgendwo landen in dem Bereich 36.000. Ne? Das wäre halt zumindest mal, wenn das Ganze jetzt halt sich dem ursprünglichen Trend halt wieder angleicht und nach oben weggeht, wäre das dann einfach nur der nächste Punkt. Ne? 1000 Punkte drauf macht ja nichts. Also beziehungsweise ab hier nur noch 800. Normalerweise für den Dauer keine Strecke. Ne? Und wenn halt eine Range mal auflöst, dann halt sowieso nicht. Aber runter, ich habe ja wie gesagt, gestern habe ich auch gesagt, ey, das kann eigentlich gar nicht sein. Auch auf die Gefahr hin, dass ich halt hier zweimal in Folge daneben liege. Kann das eigentlich nicht nach oben auflösen. Hat aber dann gestern hier nur minimal reagiert, irgendwie 70, 80 Punkte runter und sich danach hier einfach festgefressen. Gut. Und wenn es dann halt so ist, und dann macht es ja auch keinen Sinn, irgendwie dann daran festzuhalten. Und dann guckt man sich halt einfach das Bild eine Nummer größer an. Und dann sieht man halt eben hier diesen Support in dem Bereich 800 nochmal gekauft, nochmal hoch. Wir stehen schon wieder knapp unterm ATH. Also, Short sieht irgendwie anders aus. Ne? Alright, also ich komme hier nicht mehr rein. Dafür ist sind die Bewegungen hier gerade so ein bisschen zu schwach. Aber man sollte wirklich irgendwie das im Auge behalten. Ne? Diese Geschichte hier, der Dip, wenn der halt wirklich sich konform, ich nenne es mal regelkonform, auflöst, dann stehen wir 1000 Punkte höher. Also nicht blind Short dagegen halten. Ich weiß auch, dass halt so, habe ich auch gelesen hier vom Markus Koch als Beispiel, ne, der dann halt auch irgendwie schreibt, er hat irgendwie Shorts aufgebaut bis irgendwie wie noch nie zuvor. Das ist mit Sicherheit einer, der wahnsinnig viel Ahnung hat. Und auf dessen Wort ich auch tatsächlich viel gebe. Also wenn er was sagt, ist alles immer sehr, sehr fundiert und plausibel. Und die Gefahr ist halt dann immer, dass man sich dann von sowas dann auch beeinflussen lässt. Das sollte halt wirklich nicht reinspielen. Also auch so schwer es manchmal fällt, es sollte es nicht. Und deswegen halt einfach aufs Bild gucken und das wird schon verraten, wohin die Reise geht. Es reicht ja auch im Endeffekt, ja, wenn halt als Beispiel von den 30 Märkten, die wir dann halt im DAO drin haben, ja. Im ärgsten Fall reicht es ja auch, wenn irgendwie 27 auf der Stelle stehen und drei Vollgas geben und dann knallt es halt auch durch die Decke. Ne? Also das ist halt das Ding. Ne? Und dann kann es ja halt, was weiß ich, das brauche ich nur irgendwie aufgrund von irgendwelchen News oder jetzt halt hier auch meinetwegen auch die NFPs und dann vielleicht noch irgendeinen Trigger und dann fangen die an irgendeinem in irgendeinem Wert hat, entsprechend aufzulösen oder zu kaufen wie die Verrückten. Und dann steht das Ding halt einfach ein paar hundert Punkte schon wieder höher. Und kommt dann halt runter, ja, weil man sich vertan hat. Kann ja halt auch sein. Ne? Also von daher sollte man sich, wie gesagt, nicht zu sehr davon beeinflussen lassen. Es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt hier einfach stehen bleiben und dann am Montag mit einem Gap aufmachen. Alles möglich. Ja, aber dann sehen wir ja auch das Gap. Und kann ja dann entsprechend dann halt auch handeln. Aber so jetzt ausgehend davon, dass der Markt jetzt hier sich auch wieder bewegt, dann ist die logische Bewegungsrichtung rauf. So blöd ich das halt, aber es das heißt blöd, ja. Ich meine, das ist ja grundsätzlich gut für den Markt, aber so schwierig ist es auch dann finde, das halt irgendwie zu handeln, zumal ich ja auch, ich habe nämlich gestern halt auch gedacht, oh, da kannst du mal einen Short aufmachen, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Ne? Und im Endeffekt hat er jetzt einfach nur diverse 100 Euro gekostet. Und das ist natürlich blöd für mich, ja. Aber so what? Also da muss man einfach gucken, wann das nächste Ding halt kommt, weil er hätte es halt, wie gesagt, gestern machen können. Ich habe halt gestern wirklich gedacht, der läuft da hoch, einmal kurz hier irgendwie nochmal rein in diese
schwarze bzw. rote, je nachdem, wie man es eingestellt hat, Kerze und rennt dann nochmal da unter und fällt dann halt durch. So, das wäre ein sauberer Entry gewesen. Ist aber halt nicht so. So, kann es ja nicht erzwingen. Und deswegen kann ich halt da wirklich auch nur davor warnen, da zu sehr dran festzuhalten. Und auch wenn, wie gesagt, das wirklich halt paar Jungs und Mädels gut begründen können, die davon wirklich viel zu wirklich viel verstehen. Man sollte das eigene Ding nicht oder beziehungsweise das Bild nicht aus dem Auge verlieren. Ne? Weil ich weiß nämlich zum Beispiel, um hier jetzt auch nochmal wirklich ganz kurz zurückzukommen auf den Markus, dass der auch schon vor Monaten auch mal gesagt hat, dass er irgendwie am Shorten ist. Ne? Und sich da halt irgendwie Short aufbaut. Also das ist wahrscheinlich dann halt eher, würde ich mal vermuten, wenn er das nämlich irgendwie als Beispiel 2, 3 Monaten schon gestartet hat, dass er da halt nochmal nachgelegt hat. Ne? Und deswegen ist er vielleicht dann halt auch so, vielleicht schreibt er hier auch gerade hier jemand, Short bis zum geht nicht mehr. Ja, vielleicht geht da auch nichts mehr. So, weil er einfach das, was er dafür sich reserviert hat, schon ausgereizt hat. Ne? Also von daher darf man da auch ein bisschen interpretieren. Und ich bin mir sicher, dass der da auch in irgendeiner Form nochmal Bezug dazu nimmt, weil halt, ich habe auch gesehen, dass sich da einige drüber ausgelassen haben. Aber das ist halt fundamentale Betrachtung, ist was völlig anderes als Price Action. Wir machen hier nur Price Action, fundamental hat hier gar nichts verloren. Deswegen frage ich in der Regel ja auch noch nicht mal danach, ob die News jetzt irgendwie gut oder schlecht gewesen sind, weil das in der Regel einfach gar keine Rolle spielt. Weil es einfach vollständig Interpretationssache ist. Vollständige Interpretationssache ist. Und beziehungsweise Auslegungssachen für denjenigen, der entweder verkauft oder kauft. Gut, so, also hier, null Bewegung. Tut mir leid, wäre hier unten gerne reingegangen, aber kommt dann wahrscheinlich zur Kasse, ich weiß es nicht. Ne? Aber nochmal vielleicht ganz kurz zusammenfassend. Ich würde mal tippen, an jetzt hier einfach so für die nächsten 1, 2 Stunden. Kasse, generell Anlaufziel, jetzt, das muss jetzt nicht mit der Kasse nach oben kommen, aber generelles Anlaufziel ist natürlich das ATH. Ist der einzige markante Punkt hier oben noch. Und jetzt als kleiner Rücksetzer die 1, 2, 3. So. Und du kommst natürlich auf die Reihenfolge an. Das ist immer ganz wichtig. Das heißt, laufen wir jetzt halt zuerst darunter. Ja, und egal jetzt wohin und kommen von mir aus auf, also ich mal angenommen, der fällt jetzt hier 200 Punkte runter und rennt wieder hoch, dann hätte ich, glaube ich, ein bisschen Sorgen, am ATH noch short zu gehen, ja. Weil dann halt eben halt hier schon entsprechend abgeladen wurde, unten nochmal halt ein Reload stattgefunden hat und natürlich dann auch, der hat dann auch nichts anderes als das Ziel, ein neues ATH zu machen. Und deswegen würde ich dann die Finger davon lassen. Gehen wir aber jetzt hier hoch, ohne auch nur die 1, 2, 3 gesehen zu haben, dann bin ich der Meinung, macht es Sinn, hier kurz vom ATH, nicht, muss nicht dran sein, lieber ein paar Punkte, hoppla, lieber ein paar Punkte drunter, da halt erstmal short zu gehen, kurz, ja, und dann wenigstens bis dahin. So, das sind dann halt irgendwie 70, 80 Punkte, kann man machen. Also das wäre jetzt dann halt zumindest mal irgendwie so das nächste plausible an Bewegung. Und weil das ja von hier nach oben durchknallt, ja, auch wenn wir hier 3 Punkte drüber laufen, aber das ja da oben drüber wegrennt, ohne irgendwie hier einen Rücksetzer, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. So, und deswegen würde ich auch, wenn wir jetzt als Beispiel hier starten sollten, mit der Kasse, wäre meine erste Long Order hier, die muss natürlich schnell sein, das ist klar, und reicht vielleicht auch nur für 20 Punkte oder so, und dann kann man die auch wieder rausnehmen. Aber vielleicht kriegen wir auch eine Bewegung, die dann halt eben so aussieht, dass wir halt hier starten und dann halt von da nach da oben laufen. Das ist jetzt halt hier die Stunde. Das wird natürlich dann ein bisschen anders aussehen, aber kann schon sein. Ne? Und das wäre dann halt ein Kandidat, wo ich dann von da bis da zumindest mal halt irgendwie long handeln würde und dann halt mal sehen, was da oben passiert. Ansonsten wäre ich immer noch ein ganz großer Fan von der 980, wobei das nach dieser Stundenkerze, die so da drin steht, eher unwahrscheinlich ist, dass das kommt. Dann vielleicht nochmal lieber das Gap. Da steht ja grundsätzlich drauf, der DAO. Gaps läuft am allerliebsten an. Das hat man auch gestern wieder gesehen. Ne? Hier auch unbedingt muss es wieder das Gap sein. Sieht man jetzt hier nicht mehr. Aber da hat eben die 980 nicht gereicht. Nein, er musste halt hier rauf ans Gap. Ne? Das dann hier auch so dazwischen liegt übrigens.
also hier in dem Bereich von der 024 bis 05 irgendwas. Und da muss das unbedingt dann nochmal rein. So, und das ist dann halt hier verteidigt worden und dann laufen wir drüber. Und das ist das kleine Gap von Overnight. Das heißt, Kasse, wenn es halt irgendwie weiter long gehen soll, bräuchte ich eine Verbindung, die funktioniert. Mann, Mann. Ja, funktioniert nicht. So. Immer wieder mal. So, das heißt, dann wäre es eigentlich ebenso plausibel, wenn der Markt, ach komm, unter da, App. Ja, komm, noch ein Stück, schaffst du das. Unglaublich. Also, wenn wir einmal dahin dippen, auf die 044, auf das Gap, da haben wir dann hier übrigens auch den SMA 20 gleich. Passt natürlich super dazu und von dann da halt nochmal da hoch. So, und das wären die zwei für meine Begriffe oder drei, also direkt drauf auf die 191, nochmal Rücksetzer bis entweder da oder da oder kleiner Rücksetzer auf die 123, dann hoch oder dritte Alternative, Rücksetzer auf die 044 und dann rauf neues ATR. So, die 980 halte ich eher für unwahrscheinlich. Möglich ist alles, aber vielleicht irgendwie dann eher nächste Woche. So würde ich das halt sehen. Ja, schade halt, ne? Verbindung, aber gut, soll ich mich jetzt hier wiederholen? Genug gejammert über meine Internetverbindung hier. Und es ist, wie es ist. Na komm, jetzt lass doch, jetzt flieg doch wenigstens. Komm, das gibt's nicht. Ah, Reaktionszeit, ne? Gut. Ich weiß gar nicht, hier das Bild mehr umzuschalten. Wahrscheinlich bricht dann alles zusammen. Deswegen am besten lasse ich das jetzt hier an der Stelle und verabschiede mich hier unten aus der kleinen Ecke. Also wie gesagt, ich hätte gerne noch irgendwie ein paar andere Märkte zumindest mal angesprochen. Aber ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich ohne hier mich komplett auszuklinken. Wieso sehe ich jetzt den Nelson? Ja, ich wollte dir mal einen Gefallen tun. Wenn schon bei dir die Technik nicht funktioniert, dann zeige ich mich auch mal. Du hast ja schon lange gewünscht und kann mich dann entsprechend hier auch mal verabschieden live. Ich bin begeistert. Sehen die Zuschauer dich jetzt auch schon oder sehe nur ich dich? Nein, nur du siehst mich. Nur ich sehe dich. Nein, natürlich. Ah, okay. Nee, weiß ich echt nicht. Ich kenne die Technik hier Nein, nicht. Also keine Ahnung. tatsächlich können mich alle sehen. Aha, so, Und jetzt seht ihr mal, ich wie habe der mich Mann jetzt nicht aussieht. schön gemacht für euch, aber gut. Nelson, du siehst einfach, du bist halt eine Naturschönheit. Da machst du nichts, ne? Also, ja, sorry. Ich muss da immer, ihr glaubt gar nicht, was ich hier, weißt du, was meinst du, warum ich immer zu spät komme? Ich muss mich immer erstmal Nächstes menschlich Mal mache ich die Webcam an und du sprichst. verstecken. Ja, geil. Ja, das ist der Grund, warum ich immer zu spät bin. Es ist ein Aufwand, das kannst du dir gar nicht vorstellen, damit ich überhaupt kameratauglich bin. Ja, das stimmt. Ja, gut. Also, das heißt, ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was man jetzt beim Zuschauer auf dem Bild sieht. Mich sieht man noch oder sieht man mich nicht Ja, mehr? doch, Oder ich die hab... sieht man noch unten rechts und die Ah, Plattform. okay. Und ja, du darfst dich gerne verabschieden, falls du das Okay. vorhattest. Ja, das hatte ich jetzt vor. War jetzt nur gerade, dass mich hier aus dem Konzept gebracht gerade. Also, ich nochmal, ne, man hat es ja gerade gesehen, Verbindung unmöglich, dann noch irgendwelche anderen Märkte, liegt nicht an mir ausnahmsweise, und sondern hier an meiner Verbindung. Aber ist, wie es ist, nächstes Mal ist es bestimmt wieder besser und trotzdem freue ich mich natürlich, dass halt so viele dann aber trotzdem halt auch hier bis zum Schluss durchgehalten haben, dabei waren. Und ich hoffe, es hat dem einen oder anderen auch Spaß gemacht oder vielleicht sogar was gebracht. Und von daher, hier kommt ja das Lob in Form von tolle Show, ja, Entertainment. Ja, ist okay. Gut, und verabschiede mich auf jeden Fall an der Stelle. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Genau. Da hoffe ich, dass das funktioniert. Da bin ich nämlich nicht hier. Das mache ich von woanders aus. Das ist dann das nächste Experiment. Ja, also nee, deutsche Gefilde. Aber das Okay. da drauf, das kommt dann wieder aus südlichen Gefilden. Von daher die nächste Zeit eher nicht hier von Köln aus, die Webinare. Okay. So, und damit hat der Nelson hier mit seiner Kamera dann auch das letzte Wort. Ich danke euch. Bis dahin. Nein, vielen, vielen Dank, lieber Dirk, und
wirklich ein riesen Dankeschön an alle Teilnehmer, die trotz der technischen Schwierigkeiten hier auch bis zum Ende geblieben sind. Und ja, an dieser Stelle wollte ich mich auch mal zeigen nach so langer Zeit. Habe es ja versprochen und jetzt fliegt hier irgendwas rum. Aber ich wünsche natürlich noch einen schönen Tag, falls Sie heute noch handeln. Und würde mich natürlich freuen, wenn Sie dann am Dienstag wieder dabei sind. Bis dahin ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf Ihre Trades auf und bis Dienstag. Ciao, ciao.